Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Raft. Ja, das da erwartet uns jetzt gleich. Oder jetzt eher. Von allen meinen Kreationen ist Alpha ein wahrer Krieger, ein Überlebender. A survivor. You see, the weak are singled out. The strong remain. You forward scouts were the same. You build yourselves up from nothing. You keep going until you encounter something stronger. Alpha in position. Kill! Yo, okay. So, machen wir den kaputt. Was ist das Grüne? Sieht wie Gift aus. Kann ich die Dinger wieder mitnehmen? So, machen wir kommen. Okay, ich habe jetzt gedacht, es wäre schwerer, gegen Alpha hier zu kämpfen. Okay, der Schleim ist aber hier überall. Was war das denn jetzt? Alter, was? Übertreib. Autsch. Okay, jetzt ist er wieder beschäftigt. Autsch. Okay. So, schnell hier. Jo, vor dem grünen Zeug muss ich hier aufpassen. Oh. Kann das auch mal ein bisschen weniger werden hier mit dem Grünen? Kommen wir lieber hier in die Ecke. Ah, der Grüne kommt. Autsch. Der Grüne kommt jedes Mal, wenn ich ihn treffe. So. Jetzt wird er wieder gefüttert. Das, dann schnell hier. So. Und nochmal. Yo. Autsch. Einmal kurz abwarten. Wann ist er tot? Na toll, jetzt schießt nur daneben. Achso, jetzt. Hey. Wann geht er drauf jetzt? Ehrlich. Ich habe gleich keine Pfeile mehr. Nein! Ah! Destroy them. Ah, toll! Autsch! Wann ist mit Alpha zu Ende? Komm! Komm! Der darf nicht mehr viel aushalten. Autsch. Autsch. Okay. Autsch. Schnell die Heilsalbe.
Und ich habe gleich keine Pfeile, keinen Bogen mehr. Und jetzt auch noch daneben. Mein Bogen ist gleich hinüber. Das heißt, ich muss gleich auf Nahkampf zurückgreifen. Komm! Jetzt holt er sich wieder so einen Stein da raus. Autsch. Jo. Autsch. Toll. Kein Bogen mehr. Und hier ist alles wieder voll mit dem Grünen. Jo! Alter, wir haben es geschafft. Alter. Und wie viele Pfeile haben wir noch? Nur noch 12 Pfeile haben wir und Alphas Kopf. Für den aussehen, dafür den an. Alter. Okay, aber war doch einfacher als erwartet, als gedacht. Oh, und hier ist die Leiter wieder. Können wieder hier hoch. So, jetzt Olaf hinterher. Ich glaube nicht, dass hier noch irgendwas ist. So, dann wollen wir nach oben. Schönes Bild da oben auf jeden Fall. All of this is mine. I am your savior. Und hier hängt er jetzt, okay. Ja, Olaf, genau. Das schaffst du wohl. Gibt's hier sonst noch irgendwas? Irgendwas zum Einsammeln? Genau, Olaf, du hast... Ah, Gefängnisschlüssel, hier haben wir's. Okay, ihm kann ich nichts antun. Hier haben wir noch mal ein paar Marken und Titanwerkzeuge aufnehmen. Titanwerkzeuge? Da bin ich jetzt gespannt, was das ist. Also was für Werkzeuge das sind. Moment, was? Wo sind sie denn? Hier sind sie noch nicht. Achso, ich kann es noch. Ich muss das erstmal noch erforschen. Okay, aber gut, dann gehen wir mal runter. Hier haben wir den nächsten Fahrstuhl. Ja, Olaf. Jetzt ist gut. So, dann haben wir hier noch was. Wie viele Marken haben wir jetzt insgesamt? 64. Ein bisschen hatten wir ja auch noch was davon ausgegeben. Ah, und hier ist direkt das Gefängnis. Da können wir das mal aufmachen. Und da oben hängt jetzt Olaf fest. Wir nutzen einen Gefängnisschlüssel. When the ocean itself broke civilization, the survivors were left with nothing. Yet, they persisted. The
forward scouts rose up from the wreckage, defied our flooded world, and brought back hope. Now Utopia stands free once again thanks to their actions. With this final chance, we can begin the slow and difficult road to recovery. From today on, we are all forward scouts, ready to discover the next step for humanity. Boah, Gänsehaut-Feeling gerade, wirklich. Errungenschaft freigeschaltet. Wer ist Utopia? Ah, und jetzt laufen hier Menschen rum. Sprich mit Citra. The turbines are still working. Wonderful. Ruben went to check up on the system straight away. Without him, we'd still be using candles every night. It would be nice if we had a proper reactor, like on Tangaroa, maybe one day. Ah, das sind alle von. Sprich mit Timo. The future is bright. I was so scared Utopia would fall into ruin after this incident. Now, I'm hopeful again. We can do it. We can rebuild. Larry? I can't believe we ended up like that. Listening to Olaf was a mistake, to say the least. I need to get better at reading people. In hindsight, yes, Olaf did seem a bit maniacal. Don't worry. I'm disappointed in myself, too. So, Sayana. It's you. Don't know what we would have done without you. Thank you, Forward Scout. We can go back to normal now. Jo, wie viele Menschen hier sind. Kartika, Noah, Ika, Toshiro. Bruno, das ist Bruno. This fellow doesn't seem like the nicest type. Wir haben Bruno gefunden. Detto. No one ever listens to me. Maybe they'll listen after this. Here's Han. We owe our future to you. Grateful doesn't even begin to describe it. So, Oliver kennen wir nicht. Also, Rolax aufnehmen. Ach, krass. Jo, wir können die uns einfach mal bedienen. Gucken wir mal, wie Ulla, kennen wir noch auch nicht. Vanessa. Max, da bin wow. Ich. Wow, how could this possibly have happened? A mysterious army dude appears with rabid hyenas in cages and everyone just goes along with it. I don't think I can say I told you so enough. Anissa, Johann. Ja, aber ich finde das jetzt krass, dass wir hier auch... Isaac. Dass wir hier jetzt richtig Menschen sehen, treffen. Mal gucken, vielleicht finden wir hier auch noch ein paar Leute, dessen Namen wir schon mal kennen. Noch ein paar mehr. Was? Palme? Die Dinger? Ich weiß jetzt nicht, ob wir die Dinger brauchen. Hier die Gewürze, wie wir gerne mit dem. Hier Wassermelone, Bananen. Jo, wir können hier uns erstmal ordentlich bedienen. Was gibt's denn hier? Oh, die Dinger können wir für die Küche gebrauchen, definitiv. Gibt's hier noch mehr, was wir mitnehmen können? Hier auch noch. Hier nochmal ein paar Kartoffeln. Wie voll ist jetzt unser Inventar? Okay, doch nicht so voll, wie ich jetzt gedacht hatte. Da ist Olaf. Are you happy now? These idiots won't get anything done. They'll starve soon, and so will you. Disorganized rabble. Unorganisiertes Gesindel? Die haben hier eine Zivilisation aufgebaut. Keine Ahnung, was der für ein Problem hat. Aber ich würde jetzt auch gerne mal hier wieder zurück aufs Schiff. Was haben wir denn hier? Wo geht's hier nochmal zurück?
Ah, hier. Mango. Wo geht's zurück? Wo geht's runter? Da geht's runter. Ach, Moment mal. Die haben hier jetzt wahrscheinlich auf, oder? Nee, die hängen hier fest. Ja, ich will hier runter. Unten sehe ich jetzt niemanden rumlaufen. So, wo war nochmal der Fahrstuhl, der nach unten führt? Hier war der doch, ne? Ja, hier war der. Können wir jetzt nochmal versuchen, mit unserem Schiff hier wieder rauszukommen? So, dann gönnen wir uns jetzt mal die Rüben. Da hinten ist unser Schiff. Aber ja, nice. Story haben wir jetzt durch. Ich finde schade, dass hier unten jetzt niemand rumläuft, aber auch cool, dass wir hier auch andere Menschen so richtig sehen, mit denen quatschen können. Und dass da auch ein paar sind, dessen Namen wir auf jeden Fall kennen. So, einmal vielleicht erstmal kurz hier einlagern alles. Was wir hier haben. Nee, hier haben wir nichts. Hier haben wir nichts. So haben wir hier nichts. Gar nichts hin. Nur Leder haben wir sehr viel. Nicht mal Steine. Oder Samen. So, aber wir können dann hier jetzt das hier mitnehmen. Den hier wieder mitnehmen. Den. Die Schaufel packen wir auch hier hin. Dann kann das hier hin. Das kann hier hin. Das kann hier hin. Pfeile können hier hin. Nee, so bitte. Kann das hier und das hier hin. So, dann ist nur noch Lebensmittel da. Lebensmittel können wir direkt hier hinpacken. So, und die Kartoffeln auch nochmal. So, die können hier rein, das kann hier rein, das. Alles hier jetzt rein. Was ist das? Steak mit Marmelade. Können wir mal schauen, wo wir das, falls wir das haben. Für was ist denn das? Topf. Da hat man. Frame. Hier so irgendwo kommen. Ja. Nice. Steak mit Marmelade können wir sogar noch machen. Ah ja, die Dings hier. Die Heilsalbe können wir auch noch wieder einlagern. Und dann gehen wir eben noch mal oben schnell was lernen. Achso, ich müsste auch einmal hier die Musik wieder anschalten. So. Dann Titanschwert, Titanaxt, Titanhaken, Titanpfeil. Jo. Aber uns fehlen noch Eier und Wolle. Das heißt, wir müssten noch eigentlich ein bisschen was machen. So, was brauchen wir da? 3 Titanbahnen, natürlich.
hierfür auf. Ein Titanbart, okay. So, dann haben wir hier, genau, Titanhaken. Drei Titanbarren. Und hier auch nochmal zwei. Ja, aber wir schauen mal, dass wir hier jetzt wieder rauskommen. Achso, genau. Ach, jetzt funktioniert das. Jetzt können wir erst raus. Ernsthaft? Jetzt erst? Wir mussten hier erstmal alles abschließen. So, wir wollen jetzt aber erstmal weiter. Ja, das finde ich jetzt super, dass wir erstmal so ein Weilchen festgesteckt haben hier und gar nicht mehr rauskamen. Das heißt, wir müssen die Dinger auch wieder jetzt richtig rumdrehen. Dass die nach vorne zeigen. So. Genau, erstmal runterfallen. So, noch ein bisschen. Und das muss auch nochmal. So. So, dann gehen wir hier nochmal mit der Strömung, mit dem Wind. Ja, ich habe so das Gefühl, das zeigt alles nur in die Richtung. Aber egal, hier müssen wir auch nochmal alles drehen. So. Und hier auch. Hä? Super. Und auch nochmal so. Ja, hier geht's gut. Braucht frisches Wasser, haben wir keinen mehr. Hier sind wir falsch. Hier haben wir auch nichts mehr. Und hier müssen wir das alles mal wieder fertig machen. Und wir haben hier ein bisschen wieder was eingesammelt. So, Salzwasser brauchen wir. So, dann werden wir auch später alles nach und nach wieder ordnungsgemäß aufbauen, wie wir das wollen. Aber was Story angeht, haben wir es erstmal durch. So, was sagt der Wind? Noch ein bisschen in die Richtung. Ist das auch alles gerade hier? Ja. Wir werden hier noch ein Weilchen beschäftigt sein, weil wir dieses Let's Play erst beenden werden, wenn wir das Schiff hier fertig haben, wie wir das wollen. Story haben wir ein bisschen vorgegriffen, sage ich jetzt mal so, dass wir es durchhaben. Aber, naja, immerhin sind wir gut vorangekommen, kann man sagen. Also, das eine muss ich hier wieder einlagern. Das hier. Und hier brauchen wir wieder. Ne, hier die Dinger. Achso, genau. Holz muss ich erstmal einsammeln. Eins, zwei. Das wird wohl reichen. Gehe ich mal von aus. Ah, für hier fehlt was. Ein bisschen. Da brauchen wir wahrscheinlich die Nägel. Wo waren die? Hier. Und dann die Dinger.
muss ich hin? Damit? So, und... So. Dann kann hier das Ding noch dran. Nice. So, hier. Ach, reparieren. Ersetzen durch Holz. Massivholz durch Reed durch Holz. Die kann ich jetzt nicht einfach so ersetzen. So, aber wir könnten hier auch mal langsam alles wieder umfärben. Dafür brauchen wir Schwarzfarbe. Wir haben aber auch wieder ein bisschen was, was wir hier reinpacken können. Doch, hier, hierfür haben wir was. Die müssen wir auch noch alle voll kriegen. Plastik haben wir auch wieder was. Rot haben wir jetzt nichts. Die Nägel können hier wieder rein. Für hier haben wir nichts. So. Wo hat man Steine? Hier. Ja, Lagerhalle werden wir noch ein bisschen ausbauen müssen, natürlich. So, das kann noch nicht... Ach, Seil haben wir noch. Seil war hier. So, da packen wir das rein. Schwarze Farbe werden wir sehr viel noch brauchen, weil wir vor allem auch das hier alles wieder neu färben dürfen. Und wir können auch noch oben, ja, hier auch noch ein bisschen weiter Rasen, Wiese fertig machen. Das Ding noch weiter hier machen. So, wie sieht es mit dem Wasser unten aus? Müsste jetzt auch schon soweit fertig sein. Dann holen wir noch mal von unten Wasser. So. Weil wir jetzt erst einmal sehr viel schwarze Farbe herstellen wollen. Da brauchen wir erstmal die Samen. Wo waren die? Hier. Fünfmal schwarze Samen. Haben wir keine Bienen mehr für hier? Doch. Ah, okay, die brauchen Blumen. Ohne Blumen kommen die nicht raus. Ja, dann machen wir hier auf jeden Fall noch ein bisschen mehr in dem Bereich. Honig werden wir nicht viel brauchen, dann machen wir hier vielleicht noch einen zweiten Bienenstock. Wo haben wir den Bienenstock nochmal? Hier, Bienenstock. Planke, Kunststoff, Ton, Scharnier, Bienenglas. 15 Bienengläser. Ja, okay, gut. Und Farbe ist fertig. So, dann können wir hier nochmal alles umfärben. Hier auch. Und ein bisschen fehlt noch. Hier auch noch mal ein bisschen. Können wir aber schon oben sehen, wie das jetzt umgefärbt ist. Ah, das ist der Bereich. Okay. Möbel, ja, müssen wir auch noch umfärben. Definitiv. Und wir wollen noch ein paar Tiere haben. Wir brauchen definitiv noch ein paar Hühnchen, noch ein paar Lamas. Beziehungsweise ein Lama, eine Ziege, ein Hühnchen. Ziege haben wir ja schon.
So. Dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge weiter. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!